Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Und ich habe auch schon auf Amazon mir eine neue Fernbedienung in den Einkaufswagen gelegt. Mit Ladestation natürlich. Wow. Ist zwar nicht die goldene, aber die sieht auch ziemlich cool aus. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, komm, ich könnte zwar auf eBay gucken, mir da irgendeine goldene holen, aber hey, komm. Ich gucke auch trotzdem nochmal auf eBay. Aber ich habe die jetzt erstmal im Einkaufswagen gelegt. Und ja, wir gucken mal, was, ne? Wann ich dann bestelle, keine Ahnung. Oder wann es ankommt. Bestellen will ich so schnell wie möglich natürlich. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas schon ist, was man sieht. Da ist ein One-Up. Okay. Ich habe jetzt noch gar nicht gelesen, wie der Stern heißt. Ich laufe einfach mal irgendwo hin. Ich denke mal, hier hin ist richtig. Jetzt müssen wir unter Wasser gehen oder so, ne? Wenn wir die ganzen Sternteile noch da. So. Okay, das ist der Stern. Kann man einfach da hingehen? Okay, ich brauche also Wolken, Mario. Alles klar. Aber was das wohl ist? Ich weiß gerade wirklich nicht. Ich glaube, da unten war ein Dingsbus. Mann, Mario, lass es. Okay, hier ist ein Schalter. Alter, der wirft mich einfach hoch. Was für ein kranker Dude. Aber okay. Ich wette, man muss da oben hin, ne? Ja, okay. Man muss nach da. Alles klärchen. Ich dachte eigentlich, dass es hier irgendwo ein Secret gibt, aber ich sehe gerade keins. Nö, hier ist irgendwie nix. Und die Musik ist so schön, wenn es unter Wasser ist. Aua. Okay, ich habe mich nicht treffen lassen. Natürlich. Jetzt hat es funktioniert. Zack, bumm. Aha. Und jetzt müssen auch diese Dinger funktionieren. Woohoo! Nice. Darf nicht ins Wasser fallen. Sehr wichtig. Aber wir brauchen ja auch nur... darüber zu kommen. Das reicht schon. Weil jetzt können wir auf den Wolken laufen. Ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Das Problem ist... hat funktioniert. Weil Wolken-Mario ist ein bisschen mit seiner Steuerung... mit seinem Movement in der Luft. Er schwebt nämlich so ein bisschen runter. Das kann man ein bisschen beobachten. Dass man viel langsamer runterfällt, als man eigentlich nach oben springt. Deswegen, ja. Aber okay, das war ein super easy Star. Ich dachte nur, dass es hier irgendwo ein Secret gibt, aber nö. Gibt's nicht. Naja. Oh! Haben wir, wir haben einen Palmer an Bord gebracht, glaube ich. Sternteile, nice. So, haben wir Palmer? Was hast du denn da so nochmals mitgebracht? Eine Wolke mit Blume? Ach so. Aber naja, jetzt muss ich schon einmal hier. Sollten wir so auch Wurzeln schlagen lassen. Ach so, wir haben die Wolke bekommen? Ich dachte, die haben wir schon.
Ach so, fürs Schiff haben wir die bekommen. Ach so. Ja, jetzt kann man an diese Secrets kommen, ne? Jetzt kann man an dieses Secret kommen normalerweise. Das sind alles nur so. So, man kann jetzt von hier irgendwo aus. Da ist so der Pilz zum Beispiel, der One-Up-Pilz. Aber das ist nicht interessant für uns. Weil wir können die Wolkenblume Inch mitnehmen. Und wir müssen jetzt Bossfight gegen Bowser. Oh yeah. Bowsers Schwerkraftparcours. Warte, ich gucke mir trotzdem mal die Weltenkarte kurz vorher an. Weil es kann ja sein, dass wieder irgendwo ein Komet gespawnt ist und ich es nicht gesehen habe. Nö. Ist es nicht. Let's go, Bowser. Schwerkraft. Mal wieder. War damals auch Schwerkraftfabrik oder dunkle Materiefabrik hieß sie. Okay, hier ist keine dunkle Materie, ist nur Lava. Sehr viel. Und wieder diese schöne Nintendo 64 Musik. Yes! Ich liebe diese Musik tatsächlich. Auch wenn ich damals bei den Mario 64 super hart gefällt habe, oft. Vor allem bei Bowser Fights. Aber hey, da war ich noch klein. Da war ich 6 Jahre alt oder so. Oder 4. 4 Jahre alt. So. Betmütze. Ich wusste es. Aber ist egal, wir kommen trotzdem ran. Oh, das war knapp. Okay, Leute, der jumpt einfach darüber. Oh Gott. Die Musik geht voll ab. So. Was erwartet denn uns hier? Hallo? Okay. Ja, komm, scheiß auf Mützen, ey. Da. Oder auf da unten. Sehr gut. Ja, wie gesagt, hier kann man sich noch einen geilen One-Up gönnen. Den gönnen wir uns auch mal. Sternteile. Super nice. Weg mit euch. Hier ist noch ein One-Up. Den gönnen wir uns auch noch. Wir haben ja nicht mehr so viele. Yo, wo bin ich denn hier gejumpt, ey? Au! Der hat mich voll erwischt. Ah, weg hier. Wenn man noch weitergegangen wäre, wäre man wieder einen Monat bekommen. Aber ganz ehrlich, ne? Das ist nicht so worth. Bumm. Na, kommen wir auch schon zum Bowser-Fight. Es müsste hier aber noch. Genau. Ich wusste es doch. In einem von den Dingern war noch was drin. Hat doch so gerade gereicht. Nice. Let's go, Bowser. Kann's eh nix. Du hier? Na gut, immerhin bist du mein Erster, daher gibt das Sinn. Aber bis hierhin und nicht weiter, Mario. Ich werde dich jetzt zu Sternenstaub zermalmen. Nö, lass mal. Du hast wieder deine komischen 6 Leben. Ich mach dir deine 6 Leben weg und dann ist easy. Ey, was schlägst du denn direkt? Okay, er macht jetzt zum Testen. Alles klar. Warum habe ich die Münze eingesammelt?
Schieß mal deine Kometen. Oh, du bist stärker geworden. Hä? Wow, hat er... Kannst du bitte deine scheiß Kometen rufen? Als ob die sich alle gegenseitig zerstört haben, diese Kack-Kometen. Jetzt aber. Bam. Das. Naja. Aber der bleibt sogar ein bisschen stehen noch. Bam. In deinen Arm. Juhu. Whee. Oh, nur noch zwei. Zwei nur. Eieiei. Ciao. Ja, komm mal hier hin. Bam! Kann doch nicht schon zu Ende sein. Was? Wer konntest du? Aber warte, du Dummerchen. Du hältst mich nicht auf. Mein Plan ist zu weit fortgeschritten. Okay, das ging irgendwie zu einfach. Aber okay, dann haben wir nur viermal gehittet. Hey, ich dachte, das wären sechsmal immer. Oder ist das der Endboss, weil nur das sechsmal ist? Ich weiß nicht, wir haben einen großen Stern. Das ist das, was zählt. Kometenmütze hatten wir auch, ne? Ich glaub schon. Münzen, genau, nice. Du hast es geschafft. Das war der vierte große Stern. Ein weiterer Kampf gegen den Unhold da? Ist er etwas stärker geworden? Du siehst ein wenig erschöpft aus. Wir müssen den Unhold unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr Kraft gewinnt. Also, machen wir weiter. Ich sag einmal, alle Mann an Bord und leiden los, Steuermann. Let's go. Oh ja. Das wird interessant auf jeden Fall. Oh, dieser Ort sieht aber ziemlich gut bewacht aus. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir uns der feindlichen Hammerbasis nähern. Die Bösewichte erwarten uns mit Sicherheit schon. Aber du schaffst das, Steuermann. Spiel wurde gespeichert. Ja, aber wir gucken uns zuerst die Karte an. Komet ist angekommen. Sehr gut. Und hier noch immer nicht. Ich weiß nicht warum. Aber den Komet werden wir natürlich sofort machen. Müsste ein lila Münzenkomet sein. Mit Yoshi. Und dieser komischen Feuerfrucht da. Muss ultra schnell irgendwie die Münzen sammeln, ne? Ja, ja, genau. Das erinnert mich noch. Oh Gott. Das war nicht so einfach. Man hat auch ein Zeitlimit, glaube ich. 35 Sekunden, ja. Sammle 100 Münzen.
Man muss auch nicht alle sammeln, glaube ich. Oh Mist. Die Steuerung ist mega scheiße. Aber easy. So. Komm. Holen wir uns noch ein paar mehr Münzen. So, wir haben natürlich 116 Münzen auf einmal geschafft. Ja, also das war ja super easy. Ach, was der für Geräusche macht. Okay, die Geräusche sind irgendwie süß. Du sollst nicht darüber springen. Ja, er darf jetzt einmal mit dabei sein. Ich habe mich echt scheiße angestellt mit der Steuerung, ne? Aber, ne, ihr wisst es ja, ne? Nunchuck und Wii-Verbindungen sind bei mir ein bisschen Schrott. Ja. Galaxy complete. Und damit auch die World complete normalerweise, oder? Oder war das Welt 4? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ah, ne, dann fehlt uns noch das Castle. Und die Honigköpfe. Dass hier kein Komet kommt, das wundert mich halt. Da ist ein schwarzes, fettes Loch, Alter. Und wir gehen jetzt in die Raumwirbelgalaxie. Die erinnert mich immer sehr an die Sternenflottengalaxie aus dem ersten Teil. Meine Hass, absolute Hassdings. Wo wir den Kometen auf, was, einmal oder zwei Versuche geschafft haben. Diesen ultraschweren Lila-Komet. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das genau war. Keine Ahnung. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einen Zeitkomet. Hier wird es auf jeden Fall einen Zeitkomet geben. Und die Kometenmünze dürfte irgendwo hier sein. Irgendwo hier hinten oder so. Oben oder unten? Die müsste irgendwo hier sein. Au. Da ist er. Oh, ich bin tot. Nur mal so, ich habe mich gerade ein einziges Mal gedreht. Nur mal so zur Statistik, ne? Und Mario hat sich irgendwie 7-mal gedreht. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Bitte frag mich nicht. Ich hasse diese Scheiße. Wie gesagt, ich war auf Amazon, liegt alles im Einkaufswagen, muss nur bestellt werden. Und ich werde es bestellen. Ich weiß nicht, warum ich hier so rushen tue, aber ich will halt schnell das geschafft haben. Ah, diese Münze will ich da. So. Muss einfach nur hier warten, glaube ich. Sternteile hole ich mir mit. Lol, wie die abprallen. Hat gut funktioniert, sehr gut. Nice. Hier unten, ja, ich verstehe, glaube ich, was ich machen muss. Ja. Oh, leck mich doch, du blöde Kackratze da. Komm her. Komm, folgt mir schön. So.
War ganz easy. Ja, ciao. So. Oh ja, da kommt noch eine lustige Passage. Diese Viecher sind auch hier. Stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Die hatten einen speziellen Namen. Na, frag mich nicht. Boah, ihr Kröten, Alter! Ihr seid so Nichtsnutze! Geht doch mal weg! Sterbt einfach! Krötenviecher, ey! So! Lol, wie der da drin gefangen ist! Ich glaube, das sollte nicht so sein. So. Stirb. Krötenviech. So, ich muss mal gerade was checken. Oh, Alter, ich töte euch. Ist mir egal, ich töte euch. Ja, ihr sterbt. Ich töte dich einfach. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das wird auf jeden Fall ein Zeitkomet. Oder ein lila Münzen. Alter, das wäre auch nice. Und schwer. Gucken, ob wir jetzt Komet bekommen. Ja moin, direkt alles freigeschalten. Wow. Kein Komet? Kann nicht wahr sein. Naja, du bist auf den nächsten. In der Raumwirbelgalaxie gibt es Eile mit Weile zum Dach der Festung. Aha. Oh, es ist, Boss? Nee, kein Bossfight. Zumindest sieht es nicht danach aus. Ah, Begoban-Stamm. Genau, so hießen die. Diese kleinen Krötenviecher da. Okay, es geht also ein bisschen zu flott. Oh, Zeitlupe, nice. Es geht alles schneller, ne? Ja. Finde ich aber nice. Wahrscheinlich zu dem Dude da hinten. Sehr schön. Hallo. Oh ja, komm, den Scheiß da drauf. Ich will es jetzt schaffen. Jetzt aber, meine Güte. So, Abkürzung. Wait, wo geht's hier rein? Münzen sammeln, ernsthaft? Gott. Das schaffe ich nicht. Oder auch wohl. Oh. Dein Teile. Oh, ich habe sie alle noch bekommen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht.
Das war easy. Das war richtig easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. La 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 la. Yeah. War ein cooler, war sehr cool, fand ich. Also, finde ich voll geil irgendwie. War richtig cool irgendwie. Weiß nicht, irgendwie einfach nice. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir gehen natürlich, glaube ich, zuerst mal zu dem Dude. Und wir brauchen tatsächlich auch keine Sternteile. Klar, wir haben uns schon einmal 1000 aus der Bank gegönnt. Aber, egal. Na, hier, 1500 Sternteile. Ja, gönn dir hier. Alter, wie viel der frisst. Ich bin so voll der gute Mama, Verwandlung! Da unten ist eine Heiß-Kalt-Galaxie! Oh ja! Oh Gott, dieses Ding. Oh nein, ich weiß, was das ist. Oh nein. Oh Scheiße, das ist wieder dieses Tuku-Gleiter. Oh, okay, eben war es Sinkfluggalaxie, jetzt heißt es Sturzfluggalaxie. Ja, leck mich. Das ist das mit diesem Lava, was ich meinte. Sieht zwar nicht so aus, aber... Ah nee, das ist das nicht mit dem Lava. Oder? Man landet auf jeden Fall in diesem Loch. Doch, hier ist wohl Lava. Doch, das ist wohl das mit dem Lava. Möchtest du fliegen? Großen Sonnenkranz. Ja. Und vor allem diese Viecher da hinten, die sind ein bisschen nervig, aber. Wichtig ist. Oh. Ich bin tot. Ich konnte nicht mehr hochhalten, leider. Schade. Egal. Wir schaffen es. Problem ist, ich muss halt alle 5 Tore treffen. Ah, warte. Nein, wir müssen hier. In die Ecke. Ja, fuck. Ja, komm. Töten. Man muss den Dingen folgen. Habe ich gerade verkackt. Okay, wir haben Progress gemacht. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Das ist schon mal wichtig. Das eben war einfach ein Fail. Gut, das war ein bisschen zu tief. Hallo, dreh dich zur Seite. Es kann doch nicht wahr sein, du blödes Krötenvieh. Wir haben Progress gemacht, wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, aber wenn diese scheiß Steuerung nicht so funktioniert. Boah, ich hoffe, dass ich für die nächsten Nintendo Games neue. Nein, okay, dann kriegen wir halt Damage. Das wird sowas von in die Hose gehen. Wie willst du da durchkommen, wenn du das schlechtes Zeitlimit? Also, wenn du gerade ein super schlechtes Zeit-Timing hast, dann kommst du nicht durch. So, hier, da, gönn dir. Leute, das sind wirklich Kröten. Ich weiß es gar nicht. Lava, Blockviecher. Nein, zu weit, ist egal. Damage ist mega. Yeah.
Super Speed, komm schon. Oh Gott. Das hat funktioniert. Interessiert mich nicht. Ja, dann durch, das wusste ich noch. Und der letzte ist genauso. Alter. Oh Gott sei Dank. Oh, Alter. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, dass wir eben nicht gedamaged worden sind. Also, dass der Tutu-Kugleiter nicht gedamaged worden ist, sondern wir. Oh Gott. Also die Tore hier sind echt heftig. Aber hier kommt auch noch später so ein Tuku-Rennen. Also mit dem schwarzen Dude nochmal. War schon nicht so einfach. Wenn man natürlich einen Scheiß auf Kometenmünzen gibt, dann ist das natürlich easy. Ne? Ja, wir machen ja alles.